herzliches Willkommen. Wir sind bei Donnerstag, 3. August 2023. Wir haben die Sonne im Löwen. Wir haben die Venus im Löwen rückläufig. Wir haben den Mond in den Fischen seit kurz nach 5. Ja. Fische-Energie im Mond ist sehr gefühlvoll, sensitiv, intuitiv, auch ein bisschen verträumt, kann man sagen, ja. Wir haben auch Fische-Energie mit Neptun und Saturn. Neptun verwirrt manchen und Saturn rückläufig möchte, dass man sich um sein Wohlbefinden kümmert. Das ist sehr wichtig. Einfühlungsvermögen ist sehr wichtig. Auch natürlich intuitives Miteinander, ja, die Energien, die man eben miteinander auch hat, ja, ob man gut miteinander auskommt und wenn nicht, dass man sich so ein bisschen produktiv auch einsetzt, dass das funktioniert. Wir haben Erdenergien, Jupiter, Uranus im Stier, rückläufigen Pluto im Steinbock, Mars in der Jungfrau, Merkur in der Jungfrau, kritische Energien. Also man muss schon sehr genau arbeiten, damit man nicht kritisiert wird. Und selbst dann gibt es den einen oder anderen, der was zu kritteln findet. Klar. Wichtig ist, dass man ein bisschen genügsam ist, sich selbst nicht überfordert, andere nicht überfordert und auch aufeinander zugeht, freundschaftlich, höflich, ja. Man muss sich nicht anbiedern, aber man kann ja miteinander freundlich und angenehm reden. Das ist auf jeden Fall wichtig. Hilfsbereitschaft kommt immer gut an, wenn jemand Unterstützung braucht und man kann sie ja auch gerne mal selber anbieten, wenn der andere sich vielleicht nicht traut, um Hilfe zu bitten. Ja, schauen wir uns das jetzt für die einzelnen Sternzeichen an. Ich sag mal, bis gleich. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind bei Donnerstag, 3. August 2023. Wir haben die Sonne im Löwen. Stärkende Energie, da ist Mut drin, Durchsetzungskraft, natürlich auch Stolz, Eigensinn, klar. Wir haben die Venus rückläufig im Löwen, was immer auch, ja, Nachdenken beinhaltet, man lässt Dinge Revue passieren. Wir haben an diesem Donnerstag den Mond im Wassermann bis kurz nach 5. Also wenn ihr das hört, ist er schon in den Fischen. Sensitivität, gefühlvoll, ja, auch, ja, ich denke mal, auch so ein bisschen sensibilisiert für gewisse Dinge. Das ist nicht verkehrt. Wir haben ja auch Neptun und Saturn in den Fischen, den rückläufigen Saturn, um auf uns zu achten. Wir haben Jupiter, Uranus im Stier, rückläufigen Pluto im Steinbock, Mars in der Jungfrau, Merkur in der Jungfrau. Also sehr starke kämpferische Energie, auch kritische Energie, was gut sein kann, was natürlich nicht übertrieben werden sollte. Wir haben dann eben auch, ja, ich sag jetzt mal die Energie noch bis heute zwischen Jupiter und Mars, wo man eben auch gut arbeiten kann, aber es nicht übertreiben sollte, denn die heilende Energie gilt auch noch bis heute, dass man eben mit Neptun und Pluto eben auch Dinge klären kann für sich, gefühlsmäßig, ja. Und mit dem Mond in den Fischen merkt man das vielleicht auch, fühlt man sich vielleicht auch befreit. Schauen wir uns das an beim Widder, wie das aussieht heute. Wir haben die Liebenden, ja, das, was man eben auch bevorzugt, wo man geneigt ist. Ein leidenschaftlicher Neubeginn, das ist ja auch deine Feuerenergie. Freundliches Entgegenkommen, man möchte die Dinge verbessern. Man möchte liebevoll aufeinander zugehen. Man möchte eben auch Kompromisse finden und Klärungen, ja, gefühlsmäßig auch. Wir haben hier sehr viel Gefühl drin. Mit Leidenschaft gebündelt kann das natürlich sehr erfolgreich sein. Und wir haben das Gericht, ja. Das ist so ein bisschen, wie sieht's denn tatsächlich aus? Wo stehe ich denn? Was empfinde ich? Was kann ich voranbringen? Wo will ich hin? Und was möchte ich? Also es ist ja manchmal so, dass wir Dinge verfolgen, die wir nicht unbedingt möchten. Wir müssen es. Es ist uns auferlegt, unsere tägliche Pflicht zum Beispiel, ja. Und natürlich auch in Gemeinschaft und miteinander. Wie gehen wir miteinander um? Ist das so, dass wir in die gleiche Richtung gehen? Wie ist denn jetzt die tatsächliche Lage? Und ich denke, dass du dich damit heute auch ein bisschen auseinandersetzt und schaust, wo du stehst und wo vielleicht dein Umfeld steht und wie man das miteinander verbinden kann. Das ist eine sehr schöne Idee, ja. Und da ist natürlich auch offenes Aufeinanderzugehen wichtig und natürlich Begeisterung für die Dinge. Und natürlich, man muss sich einig sein, Kompromisse finden. Und vielleicht hast du eben auch als Widder heute Überzeugungskraft, auch liebevolle Tendenzen natürlich
und kannst da eben mit Begeisterung andere für Dinge gewinnen. Aber das muss man eben abschätzen, ob das tatsächlich möglich ist. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Donnerstag und wenn du magst, sehen wir uns dann morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind heute bei Donnerstag, 3. August 2023, mit Sonne im Löwen, der Venus im Löwen, die rückläufig ist, mit dem Mond jetzt in den Fischen, bis kurz nach 5 war der Mond noch im Wassermann. Freiheitsgedanken, jetzt geht's aufs Gefühl, jetzt geht's auf Sensitivität, Einfühlungsvermögen und natürlich Intuition. Die Feuerenergie ist temperamentvoll, mutig, stolz, ja, auch ein bisschen eigenwillig, wie die Stierenergie eben auch. Wir haben Jupiter Uranus im Stier, wir haben den rückläufigen Pluto im Steinbock. Da überlegt man Macht- und Ohnmacht-Themen in alle Richtungen. Wir haben Neptun Saturn auch in den Fischen, der rückläufige Saturn weiterhin dazu da, uns auf unsere innersten Gefühle und auf das, was uns wirklich am Herzen liegt, hinzuweisen, das nicht zu unterdrücken. Ja, dann haben wir Mars und Merkur in der Jungfrau, auch Erdenergie, aber überkritisch, gut organisiert, aber eben auch auf Genauigkeit und Präzision fokussiert. Wir haben heute noch die Energien der Heilung mit Neptun und Pluto. Wir haben auch heute noch die Fleißenergie mit Jupiter und Mars, ja. Und da kann man eben gut vorankommen. Wichtig ist, dass man sowohl das, was man erreichen möchte, als auch die Befindlichkeiten mit einbezieht. Schauen wir uns an, wie das heute dem Stier gelingt oder worauf die Karten dich aufmerksam machen. Da ist noch ein bisschen was zu tun, mein lieber Stier. Du bist noch nicht ganz fertig. Klarheit und Wahrheit, König der Schwerter, kann auch ein Ratgeber sein, Sachverständiger, Vorgesetzter, Erfolgsschiene mit dem Wagen, das ist die Krebsenergie, in der Spur bleiben, also das Ziel weiterverfolgen, sich vielleicht neue Erkenntnisse erarbeiten oder auch danach fragen. Und wir haben die Herrscherin. Das bedeutet, die Dinge laufen sehr, sehr gut für dich als Stier. Du solltest weiter auf das setzen, was sich bewährt. Ja, vielleicht die neuen Erkenntnisse mit einbeziehen. Vielleicht bringen dir noch ein paar Pluspunkte, Möglichkeiten weiter voranzukommen. Also höre gut zu. Und erarbeite dir ruhig das Wissen, was du brauchst oder stell die Fragen, die du fragen möchtest, ja, und dann kommst du auch sicherlich ein gutes Stück voran. Sensitivität, Einfühlungsvermögen, Intuition sind wichtig, da kann man eben auch Dinge erfahren, die nicht ausgesprochen werden, auch das kann von Bedeutung sein, ja, nicht auszuscheren, das zu verfolgen, sich nicht vielleicht auch irgendwie beeinflussen zu lassen, kann es auch bedeuten, dass man in der Spur bleibt, auch wenn andere was anderes sagen. Ja, es geht natürlich ums Miteinander auch. Krebsenergie ist auch als Gemeinschaft, ne, familiär, die Leute, die mit einem sozusagen den Wagen mitfahren. Ja, und die soll man natürlich mit einbeziehen und keine einsamen Entschlüsse treffen. Ja, ich bin gespannt, was du draus machst. Wünsche dir natürlich einen erfolgreichen Donnerstag und dann sehen wir uns, wenn du möchtest, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind heute bei Donnerstag, 3. August 2023. Was haben wir für die Zwillinge? Sonne im Löwen stärkt dich natürlich, fördert den Mut, das Selbstvertrauen, auch den Stolz natürlich und natürlich auch ein bisschen die Ungeduld. Wir haben die Venus im Löwen rückläufig, die eben Dinge hinterfragt, in Frage stellt, Unsicherheiten fördert. Man sollte aber da auch keine voreiligen Entscheidungen treffen. Der Mond ist seit kurz nach 5 Uhr in den Fischen. Sensitivität, gefühlvoll, vielleicht auch Gefühle, die dir so ein bisschen Bauchschmerzen machen, ja, weil du dich unsicher fühlst. Wir haben ja auch Neptun in den Fischen, der die Verunsicherung verstärkt. Aber wir haben auch Saturn in den Fischen, der dafür sorgt, dass du dich um deine Befindlichkeiten kümmerst und sie nicht versuchst zu verbergen oder eben in eine Schublade zu stecken und möglichst zu vergessen. Es ist wichtig, auf sich selbst zu achten, sich um sich selbst gut zu kümmern.
Dann haben wir sehr viel Erdenergie. Wir haben Jupiter Uranus im Stier, rückläufigen Pluto im Steinbock, Mars und Merkur in der Jungfrau. Das kann auch für einen Zwilling unangenehm werden, wenn er eben sich nicht so an die Regeln hält oder vielleicht auch mal einen Fehler macht und das aufs Butterbrot geschmiert kriegt, ist nicht ganz leicht. Wir haben aber trotzdem schöne Energien noch heute, ja, mit Neptun und Pluto, die Heilung der Dinge, die uns beschäftigen. Und auf der anderen Seite die Fleißenergie mit Jupiter und Mars, die uns da eben auch vorankommen lassen, die uns bestärken und Routine beziehungsweise auch Fleiß mit einbringen. Schauen wir uns jetzt mal an, was wir für die Zwillinge am heutigen Donnerstag haben. Da ist so ein bisschen Widerstand dabei, vielleicht eben auch der Widerstand, sich um die Dinge zu kümmern. Daran hältst du fest oder du bist eben zurückhaltend, sagen wir mal. Ja, Zurückhaltung haben wir hier. Du sprichst nicht so gerne über das, was dich bewegt oder was dir Angst macht. Ich glaube, dass du sozusagen das für dich behältst, auch mit anderen nicht unbedingt darüber sprichst, aber man merkt es natürlich, ja. Die Energie ist so ein bisschen ängstlich oder wehrhaft, sage ich mal, anti, ja. Und wir haben den Magier. Du solltest dir Zeit nehmen, denn der Magier impliziert tolle Ideen, tolle Lösungsmöglichkeiten. Nimm dir Zeit dafür. Bevor du etwas entscheidest, raushaust oder dich irgendwo gegen wehrst, überprüfe erstmal die Möglichkeiten, das, was Fakt ist und das, was möglich wäre, ja, realistisch. Du hast alle Werkzeuge zur Verfügung mit dem Magier, da etwas draus zu kreieren, das dich weiterbringt. Aber heute ist ein Tag, wo du eben vielleicht auch mit Widerstand rechnen musst, aber äußere dich nicht dazu, ja. Sage jetzt nicht irgendwas oder geh in die Rebellion, sondern denk dir deinen Teil, dreh dich rum und versuche deine Träume, deine Vorhaben zu verwirklichen und natürlich mit den Leuten, die eben auf der gleichen Schiene sind wie du. Also es kann heute ein bisschen hakelig werden, aber ich denke, dass du schon einen Lösungsansatz sozusagen im Rucksack hast. Ich wünsche dir einen möglichst angenehmen Donnerstag, viel Erfolg und dann sehen wir uns, wenn du magst, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind heute bei Donnerstag, 3. August 2023. Wir haben die Sonne im Löwen, wir haben die Venus im Löwen rückläufig, Feuer, Energie, Temperament, Stolz und Mut natürlich auch, Durchsetzungskraft mit der rückläufigen Venus, ein paar Bedenken, ja, vielleicht auch, ja, so Hinterfragen von Dingen. Der Mond ist seit kurz nach 5 in den Fischen, was dich bestärkt, auch in deiner Intuition stärkt als Krebs natürlich. Solltest du darauf achten, du solltest nicht überreagieren, das ist wichtig. Dazu verhilft uns natürlich die Erdenergie Jupiter Uranus im Stier, rückläufiger Pluto im Steinbock und natürlich Mars und Merkur in Jungfrau. Da ist die Planung drin, da ist natürlich auch Überkritik drin, dass man wirklich zu genau hinschaut oder andere zu stark kritisiert oder kritisiert wird. Trotzdem hast du noch Neptun und Saturn in den Fischen, die dir helfen, dich auf dich zu beziehen, zurückzuziehen vielleicht auch, aber im privaten Bereich, also im Gefühlsbereich, ja, dass du eben so ein bisschen dich mehr darum kümmerst, was du umsetzen möchtest, als dass du anderen zur Seite stehst. Ja, es ist wichtig, dass man da eben auch ein bisschen mehr Achtsamkeit für sich selbst übrig hat und nicht nur ins Außen schaut, lieber Krebs. Was haben wir heute? Wir haben auch noch diese heilende Energie zwischen Neptun und Pluto, ja, wo man heilen kann, wo man vielleicht auch Lösungen findet. Dann haben wir die Fleißenergie zwischen Mars und Jupiter, die uns dazu anregt, voranzukommen, aber eben nicht nur im Beruflichen. Wir haben den Erfolg für den Krebs, das ist sehr schön. Wir haben das Rad des Schicksals, die Anpassungsfähigkeit durch intuitives Handeln und ja, Einfühlungsvermögen, denke ich mal. Und wir haben die 5 der Kelche. Du weißt, wo dein Einfluss endet und wo du zum Beispiel mit den Dingen haderst vielleicht auch. Aber es ist wichtig zu wissen, wo du was verändern kannst und wo dir mehr oder weniger die Hände gebunden sind. Aber durch deine Anpassungsfähigkeit und Beobachtungsgabe kannst du vielleicht auch Einfluss nehmen. Wir haben die Erkenntnis, wir haben das Wissen, wir haben die Intuition, um das zu erkennen und zu nutzen, vielleicht auch wahre Worte zu sprechen,
für sich selbst Erkenntnisse zu finden, wie man erfolgreich auch Dinge mitbestimmen, mit verändern kann. Und das ist wichtig, lieber Krebs. Deine Sensitivität sorgt natürlich dafür, dass du dich in andere und Situationen einfühlen kannst. Sie kann aber gleichzeitig dafür sorgen, dass du dich zu sehr über Kleinigkeiten aufregst. Deswegen fokussiere dich mehr auf das, was machbar ist, was umsetzbar ist und nicht das, was dich im Kleinen ärgert, sondern vielmehr, wo du wirklich positiven Einfluss geltend machen kannst. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg, gutes Gelingen, einen schönen Donnerstag und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind bei Donnerstag, 3. August 2023. Wir haben die Sonne im eigenen Zeichen, das bestärkt, macht mutig, selbstbewusst, aber auch stolz und ein bisschen, ja, ich sag mal, machthungrig, könnte man fast sagen. Die Venus ist rückläufig im Löwen. Und ja, sie stellt vieles in Frage und man sollte rückblickend schauen, wo man da vielleicht auch daneben gelegen hat. Fehler zu machen ist nicht schlimm. Fehler zu verschleiern ist das Schlimme. Fehler nicht sich einzugestehen, denn dann kann man nicht daraus lernen. Wir haben dann natürlich den Mond ab kurz nach 5 in den Fischen. Macht sensibel, sensitiv, gefühlvoll. Man kann sich vielleicht besser auch als Löwe in andere hineinversetzen, hineinfühlen. Neptun und Saturn sind ja auch in den Fischen. Und Saturn möchte ja auch, dass es dir gut geht, dass du deine Gefühle nicht unterdrücken musst und dass du dich mit diesen auseinandersetzt und auch Ballast abwirfst. Wir haben Jupiter Uranus im Stier, wir haben den rückläufigen Pluto im Steinbock, Mars und Merkur in der Jungfrau. Das ist schwierig auch für den Löwen. Da sollte er selber nicht überkritisch sein und auf überkritische Reaktionen vielleicht ein bisschen beruhigend einwirken oder eben auch freundlich bleiben, auch wenn es ihn ärgert. Ja, es ist wichtig, da nicht die Kontenance zu verlieren. Wir haben heilende Energie heute noch mit Neptun und Pluto. Wir haben Fleißenergie zwischen Mars und Jupiter. Also man muss ein gesundes Maß finden zwischen Gefühl, Intellekt, Leistung und auch Selbstfürsorge. Was haben wir heute für den Löwen an diesem Donnerstag? Geduld ist wichtig. Das ist der Erfolgsgarant. Je geduldiger, desto erfolgreicher. Wir haben die Königin der Stäbe, ein gewisser Optimismus ist wichtig und notwendig, um die Dinge anzugehen, die Ärmel hochzukrempeln, sich nicht davor zu scheuen, mitzuwirken. Und die 10 der Stäbe bedeutet, du hast es fast geschafft, wenn du eben dranbleibst, wenn du dich nicht davon beirren lässt. Und wir haben den König der Schwerter. König der Schwerter ist äußerst sachlich, klar und deutlich und manchmal auch, naja, mit ungebremster Wahrheit. Also das kann auch wehtun. Aber es ist wichtig, diese Erkenntnis auch zu erlangen, selbst zu erlangen, dass man eben diese Erkenntnisse nutzen kann. Manchmal tut die Wahrheit einfach weh, aber sie hilft, dass man eben nicht weiter in eine falsche Richtung tendiert, sondern sie anerkennt und, ich sag mal, eine Korrektur vornimmt. Das kann auch ein Ratgeber sein, jemand, der dir vielleicht auch sagt, ja, du kannst es doch so und so machen. Vielleicht ist es ein Hinweis darauf, wie du mit Geduld und Akribie und auch Fleiß natürlich die Sachen bewältigen kannst, die so schwer auf dir lasten. Das kann durchaus sein. Also gut zuhören, ja, nicht direkt aus der Haut fahren, wenn irgendwas gesagt wird, was unschön ist. Man sollte sich erst hinterfragen, ob da vielleicht was dran sein könnte. Und dann für sich selber auch klären. Man muss da kein Gesicht verlieren. Man kann einfach mal darüber nachdenken und die Erkenntnisse für sich nutzen. Vielleicht ist es auch noch ein Stück Weg dorthin, aber lass es dir erstmal durch den Kopf gehen. Ich wünsche dir einen ruhigen, entspannten Donnerstag und wenn du magst, sehen wir uns dann morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind bei Donnerstag, 3. August 2023. Wir haben die Sonne im Löwen, Feuerenergie, Temperament, Leidenschaft, Stolz und Mut. Ja, man kann sich durchsetzen, aber die Frage ist immer, muss man das auch? Die Venus ist rückläufig im Löwen und stellt vieles in Frage, aber ist auch rückbezüglich die Dinge nochmal Revue passieren lassen. Wie ist denn das gelaufen?
Ja, und wie hat man sich da verhalten zum Beispiel? Wir haben ja auch den Pluto rückläufig im Steinbock, Macht- und Ohnmacht-Themen. Vielleicht hat man da auch daneben gegriffen. Was kann man verändern? Es ist immer zuerst die eigene Nase, an der man vielleicht auch erkennt, ob da irgendwas im eigenen Bereich nicht so rund gelaufen ist. Wir haben den Mond in den Fischen, seit kurz nach 5. Und das bedeutet Sensitivität, Feingefühl, sich auch mit den Dingen auseinandersetzen, mit Neptun und Saturn. Neptun irritiert dich, Saturn räumt auf und will, dass du das klärst. Und vielleicht bist du heute auch in der Lage, aber du bist vielleicht heute auch ein bisschen dünnhäutig mit dem Mond in den Fischen. Wir haben Jupiter Uranus im Stier, den rückläufigen Pluto im Steinbock habe ich schon erwähnt. Wir haben Mars und Merkur im eigenen Zeichen. Das macht dich sehr akribisch, gut vorbereitet, gut geplant, aber eben auch manchmal ein bisschen überkritisch, gerade auch in der Kommunikation mit Merkur. Da solltest du achtsam sein, vorsichtig sein, einfühlend, ja, dass du da nicht den falschen Ton anschlägst, kann dir auch begegnen, dass du da eben, ich sage jetzt mal, auch gut vorbereitet bist und nicht direkt entsprechend reagierst. Ja, wir haben noch heilende Energie mit Neptun und Pluto. Wir haben auch Fleißenergie mit Mars und Jupiter. Also alles ist möglich. Man muss sich nur drauf konzentrieren. Königin der Kelche, liebevolle Fürsorge, die lässt du dir hoffentlich selbst zuteil werden und auch natürlich anderen. Es geht um Beziehungen. Das erste ist die Beziehung zu dir selbst, aber dann auch zu anderen. Das ist das, was ich sagte. Es ist Reaktion und Gegenreaktion. 7 der Schwerter, da können viele Dinge im Unklaren sein. Man ist sich nicht sicher, man weiß nicht so recht, wie das vielleicht gemeint war oder wie man das vielleicht auch verpacken sollte. Ja, lass dich davon nicht irritieren, nimm dir Zeit. Kümmere dich erst um dein eigenes Befinden und dann erst um das der anderen. Der Page der Schwerter sammelt Informationen, um da Klarheit reinzubringen. Gespräche, Austausch, Wissen, Know-how, Beobachtungen, Einfühlen, ja. Informationen bekommt man oftmals mehr durch diese Intuition als durch Fragen oder Dinge. Es ist mehr das, was nicht ausgesprochen wird, was interessant ist, ja. Das heißt nicht, dass man jeden jetzt analysieren muss, aber man hat so ein Gespür dafür, was eben da weggelassen wurde oder nicht erwähnt wurde. Und wichtig ist, wie fühlst du dich und wie fühlst du das hier? Wie gehst du damit um? Ja, vorsichtig und akribisch. Wir haben die 7 der Schwerter. Wir haben den Page der Schwerter. Kann irritieren. Das sind nämlich zusammen 8 Schwerter. Bevor du nicht genau weißt, wo die Reise hingehen soll, triff bitte da auch keine Entscheidungen oder mach keine weitreichenden Äußerungen. Ich wünsche dir einen möglichst geruhsamen, liebevollen Donnerstag und dann sehen wir uns, wenn du möchtest, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind bei Donnerstag, 3. August 2023. Wir haben die Sonne im Löwen, wir haben die Venus im Löwen rückläufig, feurige Energie, Temperament, Leidenschaft, Mut, Selbstvertrauen, auch natürlich Durchsetzungskraft. Wir haben den Mond in den Fischen, Sensibilität, ja, Intuition natürlich, feinfühlend, ja, kann ein bisschen dünnhäutig machen. Wir haben auch Neptun und Saturn in den Fischen. Der Neptun ist Kreativität, der Saturn möchte klären, wie es in deinem Inneren aussieht, erstmal bei dir selbst. Und dann haben wir natürlich sehr viel Erdenergie, Jupiter, Uranus im Stier, rückläufigen Pluto im Steinbock, Mars und Merkur in der Jungfrau, kritisches Denken, Handeln, planvoll vorgehen, aber eben auch in der Kommunikation ein bisschen schwierig vielleicht, ja, da muss man ein bisschen achtsam sein. Wir haben die heilende Energie zwischen Pluto und Neptun, wo man eben das Innere reinigen und heilen kann. Gleichzeitig haben wir dann auch Fleißenergie mit Mars und Jupiter und die wollen natürlich vorankommen. Es kann Ungeduld herrschen, durchaus. Man sollte sich von dieser Ungeduld aber nicht davontragen lassen, weil eben auch die kritische Energie vorherrscht, wo man dann bei Fehlern und Missgeschicken ganz genau mit der Nase drauf gestoßen wird. Das ist unangenehm, ja, da sollte man lieber langsam machen. Und wir schauen mal, was wir heute für die Waage so haben. Gespräche auf Augenhöhe. Also es kann durchaus sein, dass man ins Vertrauen gezogen wird, dass man selber auch vielleicht irgendwelche Dinge erfährt, sensible Dinge erfährt
oder sich jemandem nahe fühlt auch. Wir haben die Obsession, die Übertreibung. Es kann sein, dass man sich zu viel davon verspricht, dass man vielleicht motiviert wird, von jemandem etwas zu tun, zu handeln, dass man sich beeinflussen lässt als Waage, durchaus möglich, dass man vielleicht auch das Gefühl hat, so, jetzt kann ich durchstarten. Es gehört natürlich Disziplin dazu, die Dinge anzugehen, aber genauso gehört das Wohlbefinden auch dazu, wie du dich fühlst dabei, ob es ein gutes Gefühl ist oder ob es vielleicht einfach dein Ego ist, was jetzt davongetragen wird. Das ist ja eben auch Macht- und Ohnmacht-Themen. Es ist die Steinbock-Karte und die ist ja rückläufig, die Energie. Pluto im Steinbock ist rückläufig. Das heißt, vielleicht wirst du auch zu etwas, ja, ich sag mal, genötigt, in Anführungsstrichen. Ja. Es ist wichtig zu erkennen, ob man sich ausnutzen lässt, ob man vielleicht auch etwas tun muss, was man nicht so gerne tut, wo dein Einflussbereich endet, wo der andere beginnt. Vielleicht wird dir auch etwas auferlegt, worum du dich kümmern sollst. Ja. Kümmere dich darum, aber versuche nicht, da irgendwelche Schlüsse draus zu ziehen, dass du jetzt zum Beispiel daraus Nutzen ziehen kannst. Ich glaube eher, dass andere Nutzen aus deiner Begeisterung oder deinem Ehrgeiz ziehen heute. Und dass die Erkenntnis ist halt manchmal nicht so schön, aber wenn man es erkennt, dann sieht man es vielleicht einfach von vornherein mit anderen Augen und geht da gemäßigt dran. Ich wünsche dir dabei gutes Gelingen, viel Erfolg und wenn du magst, sehen wir uns dann morgen wieder. Herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind bei Donnerstag, 3. August 2023. Wir haben die Sonne im Löwen, wir haben die Venus im Löwen rückläufig. Man stellt vieles in Frage. Die Feuerenergie ist Temperament, Leidenschaft, Stolz, Mut, Durchsetzungskraft, auch ja, ein bisschen Selbstvertrauen natürlich. Ja. Und mit der rückläufigen Venus, wie gesagt, ist man sich nicht sicher, ist man unschlüssig. Man sollte auch keine weitreichenden Entscheidungen dann treffen. Wir haben den Mond in den Fischen, was sehr schön ist für dich als Skorpion, dass du sensibilisiert bist, auch für deine Mitmenschen, aber auch für dich selbst, dass du mitfühlend bist, Toleranz übst, mit Neptun und Saturn in den Fischen, wo Saturn eben rückläufig ist und auch schaut, wie ist dein Wohlbefinden, das ist wichtig und dass du das nicht außer Acht lässt. Wir haben sehr viel Erdenergie, die dich trägt. Wir haben Jupiter, Uranus im Stier, rückläufigen Pluto im Steinbock, Macht- und Ohnmacht-Themen können Thema sein. Wir haben Mars und Merkur in der Jungfrau, was den Skorpion bisweilen auch schon mal dazu hinreißen lässt, ja, Bemerkungen zu machen oder andere auf ihre Fehler hinzuweisen. Ja. Vielleicht auch diese ja, perfektionistische Ader ist euch dann auch beiden gegeben irgendwo, aber durch die sensible Energie, Mond und auch Neptun, Saturn in den Fischen, denke ich, dass du mehr auf deine Intuition hörst und dich auch so ein bisschen in andere hineinversetzt. Wir haben die heilende Energie zwischen Neptun und Pluto, aber wir haben auch die Fleißenergie zwischen Jupiter und Mars. Also da ist so ein bisschen ein Gegensatz, beziehungsweise können die sich auch wunderbar ergänzen, wenn man es zulässt. Schauen wir uns an, was wir für den Skorpion heute haben. Da ist die Heilung. Wassermann-Karte der Stern, Heilung ist möglich, strategisch vorgehen, also sich überlegen, wenn ich das tue, dann die Folgen überlegen und die Liebende. Also es geht auch um das, was dir am Herzen liegt. Ja. Und ich denke mal, dass du dir mit der 5 der Münzen Zeit nimmst zu heilen, also auch für dich selbst. Ja. Die Strategie ist, dass du eben allem gerecht wirst, was heute von dir gefordert wird, aber eben auch dir Zeit nimmst, mit dem Rückzug deine innere Macht und Ohnmacht irgendwo zu klären, vielleicht auch deine Gefühle so ein bisschen mehr in den Vordergrund zu rücken, für dich selbst erstmal, ja, zu klären, zu heilen. Wir haben heute noch die Energie und vielleicht kannst du da eben auch ein paar Dinge loslassen, was auch dem Skorpion oftmals schwerfällt. Aber wir haben eine sehr sensible, schöne Energie, die dir helfen kann, da auch eben vielleicht auch Misstrauen und solche Sachen loszuwerden. Nimm dir Zeit für dich heute, ja, wenn du deine Verpflichtung erfüllt hast, dann sollte da ein bisschen Zeit für dich selber drin sein. Das wünsche ich dir heute, einen schönen Donnerstag und wenn du magst, sehen wir uns dann morgen wieder.
Ein herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind bei Donnerstag, 3. August 2023 mit Sonne im Löwen, der rückläufigen Venus im Löwen, Feuerenergie, Temperament, Leidenschaft, Stolz, Selbstvertrauen, Mut, ja. Und man möchte die Grenzen sprengen. Ungeduld ist da natürlich auch drin. Die rückläufige Venus stellt vieles in Frage. Man sollte da keine voreiligen Entschlüsse fassen. Der Mond ist in den Fischen, das beschäftigt dich auch, entzieht dir auch ein bisschen Kraft, also mach schön langsam. Neptun, Saturn sind ja auch in den Fischen. Neptun irritiert, Saturn rückläufig, möchte klären. Heute ist noch die Energie zwischen Neptun und Pluto so stark, dass man das heute erreichen kann. Wir haben Jupiter Uranus im Stier, wir haben den rückläufigen Pluto im Steinbock, Mars und Merkur in der Jungfrau, kritische Energie. Es wird genau hingeschaut, was passiert, was man macht. Fehler werden aufgedeckt und aufs Tablett geschmiert sozusagen. Ja, also man entkommt dem nicht, man sollte akribisch und genau sein. Ja, wir haben die Fleißenergie ja noch mit Jupiter und Mars, also man sollte einen gesunden Zwischenweg zwischen Heilung und Fleiß finden. Das wäre ganz gut. Ja, wir schauen uns an, was wir für den Schützen am heutigen Donnerstag haben. 5 der Kelche. Ja, ich sag mal, die sensitive Energie der Fische macht müde, macht angestrengt, verwirrt vielleicht auch. Du musst nur wissen, woran du etwas ändern kannst und woran nicht. Da ist noch ein bisschen Arbeit drin. Vielleicht an der Erkenntnis und vielleicht mit Erklärung. Wir haben die 2 der Kelche, Gespräche auf Augenhöhe. Ich glaube, du bist immer bereit, anderen auch zu helfen. Ja? Aber wichtiger als das ist noch, dass du deine Energien vernünftig einteilst. Vielleicht ist hier auch eine Enttäuschung, aber wichtig ist, dass du auch in Gesprächen auf Augenhöhe klar machst, auf welchem Standpunkt du stehst. Wir haben das Ass der Münzen, bedeutet Stabilität und Sicherheit. Und die findest du in erster Linie bei dir selbst, nicht woanders. Ja? Und sobald du diese Stabilität und Sicherheit für dich ganz persönlich gefunden hast, durch die Heilung, durch die Klärung, dadurch, dass du mit dir im Reinen bist, kann dich auch so schnell von außen niemand mehr umhauen. Und das ist wichtig, dass du das als Ziel für dich setzt und dann auch anderen gute Ratschläge geben kannst, helfen kannst, ja. Aber in erster Linie musst du erstmal fit sein dafür. Dein Körper, dein Geist im Einklang, deine innere Mitte gefunden haben. Und dann kannst du auch mit Unwägbarkeiten und Schwierigkeiten sehr viel besser umgehen, als wenn du vielleicht selbst nicht sicher bist. Wenn du dich selbst in dir nicht wohlfühlst oder nicht genau weißt, was du möchtest. Deswegen ist diese Heilung auch sehr wichtig. Auf dem Boden ankommen, sich nicht irgendwas vormachen, sich nicht was vorgaukeln, sondern realistisch sein und langsam aus dieser Position neu starten zum Beispiel. Aber wie gesagt, die Energie der Fische im Mond entzieht dem Schützen Kraft, also mach bitte schön langsam. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Donnerstag, viel Erfolg, viel Ruhe und dann sehen wir uns, wenn du magst, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Steinbock. Wir sind bei Donnerstag, 3. August 2023, mit Sonne im Löwen, mit der rückläufigen Venus im Löwen. Da haben wir Stolz, Mut, Eigenständigkeit, Durchsetzungskraft, Feuer. Ja, natürlich mit der rückläufigen Venus auch ja mit Dingen hadern, Dinge in Frage stellen, aber bitte ohne, dass man schnelllebige und nicht überdachte Entscheidungen trifft. Der Mond befindet sich in den Fischen, macht dich auch etwas sensitiver, lieber Steinbock. Ein bisschen mitfühlender, toleranter vielleicht auch. Und du kümmerst dich hoffentlich auch um deine Befindlichkeiten mit Neptun und Saturn in den Fischen. Der rückläufige Saturn arbeitet weiter daran oder möchte, dass du auch daran arbeitest, dass es dir gut geht, dass du mit dir ins Reine kommst, gefühlsmäßig, und die Gefühle auch genug würdigst und mit einbeziehst. Wir haben Jupiter und Uranus im Stier, was dir hilft. Der rückläufige Pluto im Steinbock, ja, lässt nachdenken über Macht- und Ohnmacht-Themen. Mars und Merkur in der Jungfrau ist natürlich auch kritisch, ist gut geplant, gut vorbereitet, fleißig, akribisch, genau, perfektionistisch vielleicht auch, aber eben auch manchmal ein bisschen zu intolerant. Da muss man aufpassen. Ja, wir haben die heilende Energie noch mit Neptun und Pluto.
heute noch. Und wir haben auch die Energie zwischen Jupiter und Mars. Man kann gut vorankommen, man sollte aber die Gefühle auch nicht außen vor lassen. Was haben wir für den Steinbock? Freundliches Entgegenkommen, das kann nicht schaden. Wir haben Geselligkeit, also in Gesellschaft freundlich und entgegenkommend sein. Nostalgie, Vergangenheit, Leute, die du vielleicht schon lange kennst. Oder es geht um Dinge aus der Vergangenheit, die vielleicht auch auf Gefühlsebene geklärt werden können. Dinge, die aus der Welt geschafft werden können, ja, wo man Unliebsamkeiten vielleicht mit anderen aus der Welt schaffen kann. Denn wir haben hier den Erfolg. Und die Sechs der Kelche ist eben auch, was war, ist vorbei. Der Erfolg ist, dass man aus den Dingen der Vergangenheit, gerade im Gefühlsbereich, ja, etwas lernt, etwas herausziehen kann, die Lektion gelernt hat, sich vielleicht auch von Dingen lösen kann, sich auch von Einstellungen oder Vorhaben oder irgendwelchen Dingen aus der Vergangenheit loslösen kann. Das könnte durchaus passieren. Denn wir haben hier eine 4 der Kelche insgesamt. Bedeutet, dass du vielleicht auch mit Freunden oder Bekannten, mit denen du so ein bisschen im Clinch lagst, den Streit beseitigen kannst. Ja, vielleicht auch Dinge erfährst aus der Vergangenheit, das dir vielleicht auch eine gewisse Zufriedenheit und Ruhe gewährt. Ja, Dinge werden vielleicht klargestellt. Man entschuldigt sich oder man bekommt eine Entschuldigung, auch das wäre möglich, ja. Und plötzlich fühlt man sich wieder sehr verbunden, auch mit dem, was man auch vor längerer Zeit hatte. Damit haben wir auch die Heilung drin, ne? Das Heilen der Gefühle, vielleicht auch Ungerechtigkeiten irgendwie aus der Welt geschafft und damit eben auch loslösen von unguten Gefühlen. Das ist eine schöne Energie, solltest du nutzen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, lieber Wassermann. Wir sind bei Donnerstag, 3. August 2023. Was haben wir für den Wassermann an diesem Donnerstag? Die Sonne ist im Löwen. Strahlkraft, Energie, Mut, Selbstbewusstsein, Durchsetzungskraft, auch ein bisschen ja Selbstverliebtheit, ja. Die Venus befindet sich rückläufig auch im Löwen, stellt vieles in Frage und das ist auch gut so, dass man Dinge nochmal Revue passieren lässt und sich damit auseinandersetzt, ohne dass man schnelllebige Entscheidungen trifft. Der Mond ist in den Fischen, macht sensibel, feinfühlend und stärkt natürlich auch die Intuition. Ähnlich sieht es aus bei Neptun und Saturn in den Fischen. Neptun ist eben auch kreativ, aber auch manchmal verwirrend. Der Saturn möchte heilen und heute haben wir noch die Energie zwischen Neptun und Pluto, dass man Dinge aus der Welt schaffen kann, für sich selbst erstmal im Gefühlsbereich. Wir haben sehr viel Erdenergie, Jupiter, Uranus im Stier, den rückläufigen Pluto im Steinbock, Mars und Merkur in der Jungfrau. Da kann Überkritik drin sein, da kann natürlich auch Perfektionismus drin sein, Fleiß natürlich. Wir haben ja noch die Fleißenergie zwischen Jupiter und Mars. Also man muss ein gesundes Maß finden zwischen der Heilung der Gefühle und dem Einsatz für zum Beispiel Karriere, Job und so weiter. Und da ist man natürlich gefragt, selbst mitzuwirken. Was haben wir jetzt für den Wassermann am heutigen Donnerstag? Ja, vorausschauendes Denken, planen vielleicht auch mit der Jungfrauenergie, eben nicht überstürzen. Wir haben die Geduld, ja, Ritter der Münzen, dass man eben sich einen Überblick verschafft, was möglich und machbar ist und dass man sich auch vielleicht klar macht, dass die Dinge nicht so hoppladidopp gehen. Wir haben hier so auch ein bisschen Verwirrung. Vielleicht weißt du nicht genau, wo die Dinge hingehen sollen, wo das hinführt oder welche genauen Ziele du hast. Also man muss ja nicht immer ein konkretes Ziel vor Augen haben. Man kann ja erstmal kleine Schritte gehen, was als nächstes möglich und machbar ist. Und man kann sich dann überlegen, vielleicht auch gemeinsam mit anderen, wie die Reise weitergehen könnte. Wir haben großartige Ideen mit dem Magier. Das heißt, du kannst mit allen Werkzeugen, die dir zur Verfügung stehen, planen, vorbereiten oder zumindest in Erwägung ziehen. Deine Ideen sammeln und dann vielleicht in aller Ruhe planen, vorausschauend denken. Vielleicht überlegst du dir, wenn ich dieses oder jenes mache, passiert das. Das braucht so und so viel Zeit, ja. Und du bist noch nicht im Entscheiden. Du bist erstmal im Überlegen, im, ja, vielleicht klarstellen, was überhaupt umsetzbar wäre und was du gerne tun würdest.
und wie die Chancen dafür stehen. Das ist auch okay. Aber wichtig ist, dass du auch die Gefühle nicht außen vor lässt. Wir haben hier wenig Gefühl drin, aber Geduld ist wichtig und hier haben wir das Gefühl drin. Auch das Gefühl spielt eine wichtige Rolle. Wohlbefinden ist ein Gefühl, Zufriedenheit auch, Glück, ja. Und sich da eben auch wohlfühlen, das gehört auch dazu bei deiner Planung. Also lass es nicht außen vor. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, gutes Gelingen und wenn du magst, dann sehen wir uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind bei Donnerstag, 3. August 2023. Wir haben die Sonne im Löwen, die Venus auch, allerdings ist die rückläufig. Temperament, Leidenschaft, Gefühl natürlich auch, aber auch sehr viel Selbstvertrauen und ein dickes, fettes Ego ist da drin. Die rückläufige Venus stellt vieles in Frage, ist auch verunsichernd manchmal und man weiß nicht so recht. Und man sollte dann natürlich auch keine weitreichenden Entscheidungen treffen. Der Mond ist im eigenen Zeichen, fördert deine Träume, deine Vorstellungskraft, deine Fantasie natürlich. Aber wichtig ist, dass du damit eben nicht abhebst, sondern auf dem Teppich bleibst. Wir haben auch Neptun, Saturn in den Fischen und Saturn möchte ja, dass du die Dinge, die möglich sind, auch umsetzen kannst. Wir haben Jupiter, Uranus im Stier, Erdenergie, rückläufigen Pluto im Steinbock. Die sind dir alle wohlgesonnen, diese Energien, und fördern deine Verbundenheit mit dem Machbaren und mit dem Logischen. Wir haben Mars und Merkur in der Jungfrau. Da ist sehr viel Kritikfreude drin, Perfektionismus, Genauigkeit. Ja, und da gibt es dann keine großartigen Kompromisse mehr, denke ich. Es geht darum, dass man sich mit den Dingen auseinandersetzt. Man kann es aber eben auch übertreiben. Bis heute haben wir noch die heilende Energie zwischen Neptun und Pluto. Wir haben aber auch die Fleißenergie zwischen Jupiter und Mars. Also ein gesundes Maß finden zwischen Karriere und eigenem Wohlbefinden. Was haben wir für die Fische? Veränderung, Transformation. Ja, 5 der Stäbe, Verunsicherung, Unsicherheit, vielleicht eben auch Wettbewerb, Kritik und so weiter. Da muss man erstmal drauf klarkommen. Du hast eine großartige Intuition und wirst die hoffentlich auch nutzen. 5 der Kelche bedeutet, gewisse Dinge kann ich nicht beeinflussen, andere Dinge schon. Und ich muss mich auf das beziehen, womit ich arbeiten kann, ja. Und da bin ich vielleicht auf der einen Seite irritiert durch das, was andere tun, aber auf der anderen Seite kann ich mich eben auch auf mein Bauchgefühl ein Stück weit verlassen. Ein gesundes Mittelmaß zu finden, Gerechtigkeit, allem gerecht zu werden, also dem Job genauso wie dem Privatleben, dem, was andere wollen, auch was ich will, dass das in Einklang kommt, ja. Und dann umgibt man sich ja meistens auch mit Menschen, die ähnlich ticken. Es gibt Veränderungen, die vielleicht auch herausfordernd sind für dich. Ja, weil du vielleicht auch feststellst, dass gewisse Dinge nicht so sind, wie du sie gerne hättest. Du bist ein sehr feinfühlendes Wesen und manche Dinge möchtest du dir einfach nicht zugestehen oder eingestehen, dass andere eben anders ticken und auch, wie gesagt, im Wettbewerb sind oder versuchen, ich sag mal, an dir vorbeizuziehen oder über dich zu bestimmen. Ein gesundes Maß ist wichtig für dich als Fisch, dass du eben Ausgewogenheit hast zwischen dem, was machbar ist und dem, was du dir wünschst. Und da solltest du dich versuchen hinzubegeben. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, gutes Gelingen und wenn du magst, sehen wir uns dann morgen wieder.